Ja, sehr herzlichen Dank. Es sind ja sonst immer Aufregerthemen, die mitgebracht werden. Ich habe eine schöne Entscheidung eines Oberlandesgerichtes mitgebracht, was die wirklich Rechtsgeschichte schreiben wird, die ich gerne vorstellen möchte. Da möchte ich eine kleine Geschichte zu erzählen. Im Jahr 1981, das ist ein ganz interessanter Kriminalfall, der auch vielen bekannt ist. Im Jahre 1981 wurde die damals 17-jährige Schülerin Friederike von Möhlmann erst entführt, dann wurde sie vergewaltigt und schließlich ermordet. Man hat dann einen Mann als ihren mutmaßlichen Täter festgenommen, man hat ihn angeklagt. Er ist auch verurteilt worden wegen Vergewaltigung, wegen Mordes. Er hat dann Berufung gegen dieses Urteil eingelegt. Das ist dann bis zum Bundesgerichtshof hochgegangen. Der Bundesgerichtshof hat das Urteil aufgehoben. Und am Ende hat dieser Mann den Gerichtssaal als freier Mann verlassen, weil er aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden ist. Das war im Jahre 1983. Fast 30 Jahre später gab es dann aufgrund der Fortentwicklung der Kriminaltechnik eine DNA-Analyse, die mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit festgestellt hat, dass dieser Mann der Täter war, weil man Samenspuren bei der Vergewaltigung ihm zuweisen konnte. Und jetzt würde man ja normalerweise denken, der muss doch jetzt wieder angeklagt werden, dem muss der Prozess gemacht werden, der muss hinter Schloss und Riegel. Das lässt aber unsere Strafprozessordnung nicht zu. Und das ist etwas, was ich als unerträglichen Zustand empfunden habe, was, glaube ich, auch dem Rechtsempfinden der allermeisten Menschen in unserem Land widerspricht. Und deswegen haben wir als CDU-CSU-Fraktion in der letzten Wahlperiode ein Gesetz durchgesetzt, auf den Weg gebracht, was genau diesen Missstand abstellen sollte, was Möglichkeiten schaffen sollte, diese Verfahren wieder neu aufzurollen. Gegen erhebliche Widerstände, die SPD-Justizministerin Christine Lambrecht hat das aufs Schärfste bekämpft, auch die FDP im Bundestag und die Grünen haben dagegen gestimmt. Die wollten das alle nicht, weil sie gesagt haben, das ist alles verfassungswidrig. In unser Grundgesetz ist es verboten, jemanden zweimal zu bestrafen, was auch stimmt. Wir haben aber gesagt, natürlich muss es möglich sein, in diesen Fällen, wo es um exzeptionelles Unrecht geht, so etwas zu machen. Und das haben wir am Ende durchsetzen können. Und jetzt hat das Oberlandesgericht Celle, weil dieser Mann aufgrund dieses neuen Gesetzes, was erst wenige Wochen in Kraft ist, erneut festgenommen worden ist, in Untersuchungshaft gesteckt worden ist. Das hat das Oberlandesgericht Celle gestern bestätigt, hat gesagt, ja, die Untersuchungshaft ist rechtmäßig, das ganze Gesetz ist auch verfassungsgemäß, also eine wirklich gute Entscheidung. So, und jetzt kommt aber dann doch der Aufreger. Die Ampel, der Justizminister von der FDP und auch die Grünen, die wollen jetzt möglicherweise dieses Gesetz wieder abschaffen. Die sagen nämlich, das war ja alles dann ein Freispruch unter Vorbehalt. Das können wir so nicht hinnehmen. Und ich glaube, das wäre wirklich ein Affront, wenn man sowas machen würde. Ein Affront gegenüber dem parlamentarischen Gesetzgeber der letzten Wahlperiode. Aber vor allen Dingen ein Affront gegenüber den Angehörigen von Mordopfern. Die Ampel hat sich selber in ihrem Koalitionsvertrag als ein Bündnis für Gerechtigkeit bezeichnet. Und ich finde, wenn man Gerechtigkeit obwalten lassen kann, dann muss dieses Gesetz bestehen bleiben. Das sind wir den Angehörigen schuldig. Und das ist das, was mich persönlich gestern wahnsinnig bewegt hat. Herr Lutschak, die Ampel hat das ja nicht ganz ohne Grund getan, sondern es gibt einen ganz, ganz wichtigen Grundsatz in unserem Rechtsstaat. Denn der Rechtsstaat muss ja nicht nur gewährleisten, dass es Einzelfallgerechtigkeit gibt, sondern er muss eben auch dafür sorgen, dass es Rechtsfrieden gibt. Und so tragisch das auch im Einzelfall sein kann, gibt es eben einen ganz elementaren Grundsatz in unserem Strafrecht. Und das ist der Grundsatz, den die Römer schon kennen, aus dem Grundsatz des Nebis in Idem, den Sie auch angesprochen hatten. Man soll nicht zweimal in derselben Sache nicht nur verurteilt werden, sondern es soll auch zweimal kein Prozess gegen einen geführt werden. Wenn ein Rechtsstaat einmal ein Verfahren gegen einen Bürger geführt hat und es dem Rechtsstaat nicht gelungen ist, den Strafanspruch des Staates zu beweisen, und der Bürger ist also freigesprochen worden, dann ist es ein ganz, ganz elementarer Grundsatz, dass man dann sagt, damit ist, wenn auch hier das Ganze in der dritten Instanz schon bis zum BGH gegangen ist, in die Revision, dann muss auch irgendwann Rechtsfrieden herrschen, dann muss auch irgendwann Schluss sein. Und dann kann der Rechtsstaat nicht kommen und sagen, dass er dann nach einigen Jahrzehnten sich nochmal die Sache anschaut, dann nochmal neue Beweismittel mit einbringt. Das geht nur in ganz engen Grenzen. Und diese ganz engen Grenzen hat die Union hier verlassen in der letzten Legislaturperiode aus den Gründen der Einzelfallsicherheit. Und das ist Einzelfallgerechtigkeit, ist ein Interesse, aber es ist nicht das vordringliche Interesse in einem Strafprozess, der schon einmal durchgeführt wurde. Und das, Herr Lukczak, ist ein ganz, ganz elementarer Grundsatz. Und da bin ich der Auffassung, liegt die Union völlig falsch, aus Gründen der Einzelfallgerechtigkeit den Rechtsstaat zu schleifen. Und damit sollten wir nicht anfangen. Ich möchte ganz vehement widersprechen. Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen, dass wir Rechtsfrieden brauchen. Rechtsfrieden ist ein Ausfluss der Rechtsstaatlichkeit. Und das ist ein ganz hohes Gut, da bin ich ganz bei Ihnen. Allerdings frage ich, was kann denn ein
falscher Freispruch an Rechtsfrieden tatsächlich bringen? Wenn hinterher klar ist, das ist ein Mörder, wir können das mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nachweisen, und das sind ja die Voraussetzungen. Es ist ja nicht so, dass man jedes Verfahren wieder öffnen kann, sondern die Hürden sind hoch. Es geht um exzeptionelles Unrecht, um Mord, um Völkermord, also Verbrechen gegen die Menschlichkeit, alles das, was in unserer Rechtsordnung als unverjährbare Straftaten gewertet werden, also wo es das Unrecht wirklich mit Händen zu greifen ist, nur in diesen Konstellationen soll es gelten. Und ich finde, auch die materielle Gerechtigkeit, das ist auch Kernbestandteil unserer Rechtsstaatlichkeit. Und ich glaube, wir, weil Sie gerade sagten, wir dürfen den Rechtsstaat nicht schleifen, ich glaube, wir schleifen den Rechtsstaat im Gegenteil dann, wenn wir es zulassen, dass es solche falschen Freisprüche gibt, wo evident ist, dass sie falsch sind. Das mindert die Akzeptanz in den Rechtsstaat, und das ist am Ende ein viel größerer Schaden, als wenn man jetzt in einer besonderen Situation, die klar geregelt ist, mit klaren und strikten Hürden, hier eine solche Wiederaufnahme des Verfahrens zulässt. Nein, da muss die Staatsanwaltschaft, wenn eben Zweifel bestehen, ob man das Ganze durchsetzen kann auf der Basis der Rechtslage, dann auch genau abwägen, ob man auf dieser Beweislage schon das Verfahren führen will und ob man das Verfahren zu Ende führen will. Wenn die Staatsanwaltschaft sich entscheidet und wenn das Gericht das Ganze zur Verhandlung zulässt und dann wird diese Verhandlung durchgeführt, dann muss auch irgendwann, wenn dann dieses Verfahren zugunsten der Person, die betroffen ist, ausgeht, dann muss auch irgendwann Schluss sein. Und dann kann man nicht kommen und dann nochmal sagen, okay, jetzt nehme ich den nochmal ran. Da muss der Rechtsstaat auch irgendwann, da ist das Strafverfahren durchlaufen. Dann hat diese Person einen jahrelangen Prozess durchlaufen. Und wenn das dann geschehen ist, dann muss auch irgendwann der Rechtsfrieden herrschen. Man kann nicht dann wieder anfangen und alles wieder von vorne aufrollen. Ja, eine hochinteressante rechtsphilosophische Frage. Ich könnte Ihnen stundenlang zuhören, ja, sage, wenn Sie das sagen. Sind Sie beides Anwälte oder warum? Ja. Sie, ja. Also dann lehnen wir uns doch zurück und machen so bei Richter Holt können wir das so machen. Das Interessante ist, wenn jeder von Ihnen spricht, bin ich immer der Meinung von dem, der spricht gerade, weil Sie beide so plausibel argumentieren. Alexander, Sie müssen ja das irgendwie auflösen. Genau, Alexander Holt, der Richter heute Abend hier. So ist es. Also auf jeden Fall wird 7:45 immer mehr zum Talk der gebildeten Stände. Das begrüße ich sehr. Demnächst gibt es dann vielleicht noch Hörerkärtchen. Was waren wir denn sonst? Selbstverständlich. Vielen Dank. Aber du musst das jetzt auflösen. Ja, genau. Wo wollte ich also ich würde als jemand, der nicht Jura studiert hat, dennoch einen Doktortitel hat, der sich nicht erschlichen hat, würde ich sagen, das primäre Empfinden, das ich habe, ist das teilen vielleicht doch mehr Leute als hier am Tisch sitzen, wenn jemand einen Mord begangen hat, dann soll er dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden. Das würde ich erst mal sagen. Und wenn er jetzt halt irgendwie Glück hat, sich da irgendwie durchgemogelt zu haben, oder der Zeuge in dem Moment, als er aufgefunden werden sollte, nicht aufgefunden werden sollte, oder vielleicht technische Möglichkeiten es später kommen. Sie haben es erwähnt, die DNA-Analyse, die gab es ja früher nicht. Wissen wir alle, wenn wir Colombo angucken, die Fälle werden halt alle nach 10 Minuten gelöst mit DNA. Gab es damals nicht, war viel aufwendiger. Also ich würde einfach sagen, wenn jemand einen Mord begangen hat, ich habe den Satz auch noch im Kopf, Mord verjährt nicht, dann soll er vom Rechtsstaat zur Verantwortung für diese böse Tat gezogen werden. Und wenn das erst 30 Jahre später ist, aber es dennoch eine gerechte Strafe ist, würde ich sagen, diese 20 Jahre in Freiheit dazwischen hat er nicht verdient. Also ich weiß nicht, in was du deinen Doktor gemacht hast, aber du hast es verdient, weil du hast für mich die Situation gerettet. Weil also das ist sozusagen der Rechtsfrieden unter uns ist hergestellt. Also bist du jetzt doch wieder auch eher bei Herr Lutschak, dass Mord... Ich glaube, bei unverjährbaren Straftaten muss man da wahrscheinlich den Rechtsfrieden hintanstellen. Sie dürfen sich verteidigen. Ich will dem dringend entgegentreten, denn was ist Verjährung? Verjährung bedeutet, dass wenn ein Prozess nicht rechtzeitig angestrengt wird, dass dann irgendwann keine Verfolgung mehr stattfinden kann. Wir sprechen hier aber über einen Fall, wo im Laufe der laufenden Verjährung, Mord verjährt nie, aber es ist bereits ein Prozess innerhalb der Verjährung begonnen worden und es ist auch dieser staatliche Strafanspruch geprüft worden und bis zu Ende geprüft worden. Das heißt, es ist keine Verjährungsfrage. Das Verfahren ist durch. Und selbst wenn ich ein Delikt habe, was nicht verjährt, wenn der Staat zum Schluss kommt, ich kann nicht beweisen, dass eine Schuld vorlag. Und deswegen gibt es einen Freispruch, dann ist Recht gesprochen. Dann ist dem Strafanspruch innerhalb der Verjährung genügt worden und die Verjährung läuft dann nicht weiter, weil das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen ist und diese Rechtskraft beseitigt eine nochmalige Möglichkeit, den staatlichen Sparen. Aber ein irriger Freispruch hat natürlich ein Geschmäckle. Also wenn es um Falschparken oder ein Steuerdelikt geht, würde ich voll auf Ihrer Seite. Aber wenn wir wissen, das ist ein Mörder und sagen, leider aus rechtstechnischen Gründen muss der frei rumlaufen, muss ich sagen, hab ich auch ein Problem damit. Ja. Und ich finde, diese Differenzierung ist auch wichtig. Es geht eben nicht um das Knöllchen, es geht nicht um die einfache fahrlässige Körperverletzung, oder es geht wirklich um die Konstellation, wo unsere Rechtsordnung
ganz elementar sagt, das wiegt so schwer, dieses Unrecht. Das ist noch nicht einmal verjährt. Das kann man in 50 Jahren immer noch anklagen, wenn man dann die entsprechenden Beweise hat. Und in einer Konstellation, wo es auf der Hand liegt, dass jemand der Täter ist, nur um die Konstellation geht es ja, wo es völlig klar ist aufgrund einer neuen Beweislage, das ist der Täter. Dann zu sagen, als Rechtsordnung, auch als Gesellschaft, den lassen wir aber in Freiheit weiterlaufen, das widerspricht meinem Rechtsempfinden zutiefst und ist auch etwas, was den Rechtsfrieden eben gerade nicht herstellt. Und das ist am Ende eben auch die Abwägung, die wir zu treffen haben. Rechtssicherheit auf der einen Seite, da bin ich ganz bei Ihnen, das ist ein hohes Gut. Aber die materielle Gerechtigkeit, das ist doch das Streben eines Strafprozesses, materielle Gerechtigkeit herzustellen, zu sühnen. Und wenn das nicht vollzogen werden kann, weil sozusagen ein Freispruch falsch ist, der aber hinterher als falsch sich erweist, dann muss man auch die Möglichkeit haben, in der Rechtsordnung das zu korrigieren. Und das haben wir jetzt gemacht. Und deswegen muss das auch bestehen bleiben. Der Freispruch ist nach der materiellen Rechtslage in dem Zeitpunkt, wo er ergangen ist, richtig gewesen. Da ist gar keine Frage, da beißt auch die Maus hier keinen Faden ab. Das ist so. Und da muss man einfach sagen, prozessual und auch materiell im Zeitpunkt der Entscheidungsfindung, dem staatlichen Anspruch ist Genüge getan. Ich meine, Sie reißen da eine ganz, ganz gefährliche Linie ein. Und wenn man damit anfängt, dann ist eben die Frage, wo hört man dann auf? Sie sagen jetzt, heute, es sollen die Delikte sein, die nie verjähren. Okay, vielleicht ist es morgen ein anderes Delikt. Vielleicht ist es morgen auch der Steuersünder oder was eben gefallen ist. Da muss man aufpassen. Das sind Grundsätze, wenn wir sie einreißen, wenn wir damit anfangen, eine Mauer einzureißen, in dem Moment kann es sein, dass sie für immer in Scherben.